Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu unserer heutigen Ausgabe von Schäuble kocht ab. Ich muss Ihnen sagen, dass ich kein Koch bin, aber einen Salat kann ich ohne Mühe zubereiten. Außerdem bin ich ja auch kein Ökonom und trotzdem Finanzminister. Darauf dringen wir es mal ein. Heute wollen wir einen griechischen Reformsalat nach europäischer Art hinrichten. Anrichten, meine ich natürlich. Das ist in Wahrheit nichts anderes als deutscher Krautsalat mit einem krummen EU-Gürkle, was auch eine deutsche Gurke ist, für deutschen Billiglohn geerntet, die wir dann nach Griechenland exportiert haben. Denn Faulgriechen-Produkte gibt es bei uns nicht mehr auf dem deutschen Markt. Von dem halbierten Gürkle nehmen wir nun die Hälfte und halbieren sie erneut. Die halbierten Gurkenhälften vierteln wir, bis die Hälften der Viertel 8/8 ergeben. Daraus machen wir 4 mal 2 Hälften, die wir nun achteln, um anschließend jedes einzelne Achtel zu halbieren. Apropos halbieren. Wie Sie wissen, sind wir deutsche Perfektionisten. Es reicht uns nicht, die Gürkle oder die Wirtschaftsleistung anderer Länder zu halbieren. Wir zeichnen uns darüber hinaus durch unsere historische Willkommenskultur aus, die ihresgleichen sucht. Nehmen Sie nochmal unser Angebot an Fachkräfte aus den südeuropäischen Ländern, denen wir eine neue Heimat bieten, nachdem wir sie erst zu Hause arbeitslos gemacht haben. Die Griechen, die Spanier oder die Portugiesen sind einfach zu inkompetent, um ihren Spezialisten Jobs zu geben. Deshalb helfen wir ihnen bei 60% Jugendarbeitslosigkeit in ihrem Land, die Leute loszuwerden. Wir lassen sie ihre Experten teuer ausbilden und holen diese dann in unser Land. Als nächstes halbieren wir ihr Gehalt und achteln die Achtung, die sie von uns bekommen. Gerne koche ich ja auch nationale Spezialitäten ab. Varoufakis! Das klingt ja ganz harmlos, wie so eine Beilage auf einem griechischen Vorspeisenteller. Aber glauben Sie mir, das ist das schiere Gift für den Lebensnerv der EU, dieser Finanzminister. Prinzipiell verabschieden wir uns auch von den scharfen roten Peperoni. Da zeige ich mal mein Stinkefingerle. Das ist meiner. Und wenn dann so ein Stückchen Fleisch also wieder bei Stick und Zeh daherkommt, dann wird es erst in kleine Stücke gehackt und dann ruckzuck aufgeschmissen. Und ich zaubere auf den Tisch des Herrn eine Souvlaki Alexis Tsipras. Apropos Achtung, dass 4 andere Länder achten, ist nicht erst seit dem Zweiten Weltkrieg bekannt. Damals, es war im Jahr 1942, kurbelten wir die griechische Wirtschaft an, indem wir uns eine kleine Anleihe auszahlen ließen. Der Konjunktur tat es ebenso gut wie der griechischen Architektur, die nur dank unserer tatkräftigen Luftunterstützung damals neu entdeckt und aufgebaut werden konnte. Apropos entdecken, wussten Sie, dass wir Deutsche die Pizza, das sage ich gänzlich ohne Ressentiments, für die spaghettifressenden Italiener erst entdecken mussten. Vorher war Pizza nichts anderes als ein Armenfraß in Neapel. Nur durch uns Deutsche die Pizza bei unseren Gastarbeitern entdeckt haben, trat die Pizza ihren internationalen Siegeszug an. Und wo bleibt die Lizenzgebühr dafür? Ja, apropos deutscher Erfindergeist. Statt dankbar zu sein, meinen die griechischen Obergenossen, die uns, den Helfern der Welt, heute noch alte, abgestandene Ballaststoffe auftischen zu müssen. Falls dieses Zwangskreditle von 1942 mit 12 Milliarden wirklich jemals von irgendeinem internationalen Gericht anerkannt werden sollte, dann würden wir Deutsche sofort aber da mal die Gegenrechnung aufmachen. Gegen die griechische Kücheneinfalt haben wir doch dort
doch erst den deutschen Kartoffelbrei eingeführt und so Multikulti-Exportschlager gemacht. Das ist zum Beispiel daraus geworden. Skordalia! Lia! Eine Kartoffelmus-Spezialität an der griechische Köche seit 45 10 Millionen verdient haben, für dessen Erfindung wir Deutschen längst Lizenzen einfordern müssten, wären wir so kleinlich wie Syriza und die Genossenbande da. Oder die vielen anderen tollen Kochinnovationen aus Deutschland, die wir als unsere Spezialitäten nach Griechenland gebracht hatten. Bei unserer nächsten Sendung koche ich da wieder ab, nach alten deutschen Rezepten. Gegarter Menschenauflauf, geschnetzelter Dörfler und flambierter Partisanenbrust.